Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es ist ein Update meiner kleinen Lasius Niger Kolonie und wie ihr seht, habe ich den Kleinen ein neues Formikarium gebaut. Bei dem Formikarium ist nicht viel dabei. Es besteht aus einer einfachen Plastikbox, ein paar Splitsteinen, Sand, einem kleinen Ast und zwei Reagenzgläsern. Die zwei Reagenzgläser sind eigentlich nur dafür da, weil ich gedacht habe, sie ziehen vielleicht um, weil das alte Reagenzglas hinten an der Watte schon ziemlich versifft war, würde ich sagen. Ja, deshalb habe ich das zweite reingelegt, aber wie ihr seht, wollten sie nicht umziehen. Sie leben wunderbar hier hinten drinne, haben Sand eingetragen, da krabbelt auch gerade einen umher, und den Rest ist hinten nur ein schwarzer Haufen zu sehen. Ich erkenne auch nichts, wenn ich manchmal sehr genau reingucke, erkenne ich teilweise die Königin. Ja, ich glaube, jetzt sieht man auch schön der Königin ihr Gaster. Ja. Es muss nicht immer etwas Teures sein für die Ameisenhaltung. Es kann auch einfach etwas Einfaches sein, wie zum Beispiel hier das. Das ganze Setup hier, sag ich mal. Die Plastikbox hat ein paar Cent gekostet. Die Reagenzgläser kosten ein paar Cent. Sand und Kieselsteine hat man vielleicht auch irgendwie daheim rumliegen, wenn man einen Garten hat oder so, oder einen eigenen Hof. Und von daher ist hier nicht sehr viel dabei. Ameisenhaltung muss nicht immer teuer sein, finde ich. Noch dazu macht es keinen Unterschied, ob sie jetzt in einer großen Glasbox leben oder hier in so einem kleinen, finde ich. Weil es ist eh noch eine kleine Kolonie. Und ich habe ja nicht vor, die Kolonie bis sonst wann zu halten. Denn ich habe sie ja hier gefangen und ich möchte dann auch, wenn sie groß genug ist, am besten wieder in die freie Natur hinaussetzen und ab und zu mal vorbeigucken und sie vielleicht eventuell auch draußen in der Natur, wie sie sich weiterentwickelt, noch beobachten. Ja, also hier nochmal der Einblick zu den Ameisen. Mir sieht gerade ab und zu auch mal ein paar raus. Ich habe keinen Einblick mehr, ob sie Brut haben und wie viel. Jetzt sieht man wieder so ziemlich mittig in dem schwarzen Haufen der Königin Ergasta. Ja. Gefangen habe ich sie am 30.08.2017, die Königin. Deshalb ist da hinten dran das Schild. Und ja. Dann würde ich sagen, war es auch erstmal wieder mit dem Video. Ich wollte euch hiermit erstmal wieder ein Update zeigen von meinen Ameisen. Noch dazu auch, dass Ameisenhaltung einfach sein kann und nicht immer zu teuer sein muss, so wie es manchmal erzählt wird, würde ich sagen. Und ja, in dem nächsten Video gucken wir dann wahrscheinlich auch mal wieder bei den anderen vorbei. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. Resttag, einen schönen Abend. Ihr könnt mir gerne eine positive Bewertung da lassen in Form eines Daumens nach oben oder auch gerne ein Abo. Und ich nehme sowohl auch negative Kritik entgegen. Aber wenn ihr mein Video negativ bewertet, dann schreibt mir bitte auch in die Kommentare, warum und was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Ansonsten bringt der Daumen nach unten für mich nämlich nichts, weil ich nämlich nicht weiß, was ich verbessern kann. Wie gesagt, gehabt euch wohl, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.